Servus da draußen, ich war mal wieder im Stadion und jetzt gibt's den Jahn-Talk, aber ich bin heute nicht allein, ich hab wen dabei. Der Max ist nämlich heute im Talk mit dabei. Servus in die Runde und ja, ich war am Jahn-Stadion im Kittenkurmler und ja. So ist es, wir haben uns das Spiel angeschaut, aber wir fangen erstmal von vorne an. Erstmal gab's hier diese schöne Sache. Also nebenbei bemerkt, von Anfang an war die Stimmung wirklich exzellent, also ich weiß nicht, man hat eigentlich geglaubt, man wäre bei einem Derby oder man wäre irgendwie in der oberen Tabellenhälfte unter den ersten sechs, aber wir sind gestartet als Tabellenletzter und so eine geile Stimmung hätte ich wirklich nicht erwartet, also wirklich. Ja, also das ist wohl ein brutal wichtiges Spiel und ich glaube, dass man das zumindest auf der Hansi auch dann schon gespürt hat auch. Auch wenn es in Nürnberg ein paar Probleme gegeben hat in die Reihen, aber ansonsten war die Stimmung wirklich einfach nur geil und im Endeffekt hat es dann auch auf die Spieler umgemünzt, auch wenn das Ergebnis dann mit einem 1-1 auf dem Ergebnis gesehen noch eher enttäuschend ist, nachdem er in Führung gegangen ist, aber nochmal auf die Stimmung zurückzukommen, es war auch nach dem Ausgleich noch immer nur eine sehr gute Stimmung und dann nochmal am Schluss die Spieler schön eng heizt und dann können wir nächste Woche nach Karlsruhe fahren und den Befreiungsschlag endgültig landen. So ist es, aber wir wollen natürlich jetzt mal vom Anfang an starten. Also die erste Viertelstunde war tatsächlich pickepacke voll mit Chancen auf beiden Seiten. Und dann gibt es bei einer Flanke von, oder so ein Bogenball von Gimba war es glaube ich, einen tollen Abschluss von Singh. Da gab es natürlich auch noch einen Fehler beim Hannoveraner Verteidiger. Aber damit stand es 1-0. Wir haben uns natürlich gedacht, ja gut, jetzt kommt wahrscheinlich bald wieder das 1-1. Und zumindest habe ich mir das gedacht innerlich. Aber es kam nicht bis zur Halbzeit, weil der Jahn konnte die Führung verteidigen. Ja, wir haben wirklich konsequent verteidigt. Ja. Eigentlich die ganze erste Hälfte, also war wirklich überraschend, muss ich sagen. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass wir so dominieren. Wir haben viele wichtige Zweikämpfe gewonnen, haben aggressiv gespielt, haben lange Bälle spielen können und dann eben auch mit ein bisschen Glück, aber das brauchst du dann eben auch mal dann als 1-0 erzielen können. Und dann haben wir auf jeden Fall eine sehr gute Halbzeit spielen können. Und dann, nach der Pause, ging es erstmal so lockerflockig weiter, meine ich noch. Stimmung war immer exzellent, wirklich. Und dann gab es einen Elfer für uns. Ja, Albers tritt an und ja, der Weltmeister pariert. Gut. Ja. Also, irgendwie, es lässt sich im Nachhinein immer leicht sagen, aber wie dann schon im Olaf Rosing haben wir schon gedacht, oh, das geht schief. Und im Endeffekt ist man auch schon so gekommen, aber auch nochmal um den Zieler hervorzuheben. Also er war wirklich nicht nur beim Elfmeter, sondern in der ganzen Partie einfach nur extra klasse. Und man kennt einfach, vor allem in der zweiten Bundesliga, wenn du einen unglaublich guten Torwart hast, dann bringt er das einen großen Vorteil. Und das hat man halt in der Partie dann auch gesehen. Genau, also man muss auch sagen, Urbik hat bis vielleicht auf das Gegentor auch einen super, super Job gemacht. Und das gehört auf jeden Fall auch gewürdigt, sag ich mal. Ja, also man kennt auf jeden Fall, dass er U20-Nationalmannschaft spielt. Also ja. Er hat eine riesen Ausstrahlung. Also das finde ich echt beachtlich. Ich glaube, wie alt ist er, 19, dass du dann einfach so mir dir nichts, einfach dann zum Jahren kämpfst, keine Ahnung, von Köln, von der Horn, einfach ewig weit weg und dann da einfach jedes Spiel eine gute Leistung zeigt, das ist eigentlich schon unbeachtlich und ich glaube, wir werden dann die nächsten 1,5 Jahre viel Spaß mit dem haben. Ja, da die auch sagen. Gut, nach dem Elfmeter hab ich mir zumindest innerlich gedacht, scheiße, jetzt kommt wahrscheinlich die komplette Euphorie bei Hannover und die spielen uns jetzt an die Wand. Kam aber tatsächlich nicht, ne? Also
Tatsächlich kam sogar der Jan noch zu einigen sehr, sehr guten Chancen. Dann gab es aber zum Ende hin, so um die 80. Minute rum, dann eine längere Drangphase von Hannover, die dann irgendwie im Gegentor geendet ist. Ne? Ja, also. Traumtor, ja, wieder. Es ist irgendwie, keine Ahnung, seit ein paar Monaten immer das Gleiche. Wir gehen mal irgendwann in Führung, dann spielen wir eigentlich eine gute Partie und dann schießt der Gegner ein Tor, meistens ein Traumtor zumindest, sonst passt die letzten beiden Male oder so. Ja. Und dann gehst du halt wieder aus dem Jahnstadion raus und denkst da so, ja, fuck, muss es halt wieder passiert. Aber vor allem, das ist, habe ich auch gar nicht so in Erinnerung in den letzten Jahren. Also ich erinnere auch an den Schuss da beim Spiel gegen Rostock vom, wie heißt der nochmal? Bröger, genau, Bröger. Ja. Sowas triffst einmal in dem Jahr, ne? Und dann immer. Ja, gut. Ja, so ist halt im Abstiegskampf, dass dann eben, wenn es dumm läuft, dann läuft es halt einfach mal dumm. Und im Endeffekt musst du aber dann trotzdem kannst viel mitnehmen, auch wenn es jetzt so unglücklich nur ein 1-2 hast und das nur, das ist wirklich, das kannst du eigentlich außerstreichen, weil ein 1-1 gegen diese Mannschaft ist beachtlich. Auf jeden Fall. Nee, und wir hatten ja auch noch die Chance aufs 2-1. Also vor allem, ist jetzt wieder mein Gedankenbild. Wir waren quasi, oder wir haben es quasi direkt vor uns gesehen. Günther kommt ran. Wir sehen eigentlich einen Spalt vom Tor, der komplett frei ist. Günther kommt an den Ball, buxiert den eigentlich schon in Gedanken über die Linie. Und dann sieht man so in Zeitlupe, wie er plötzlich so mit Hypergeschwindigkeit der Zieler von unten kommt. Ja. Und das dann noch irgendwie von der Linie kratzt, ey. Ich hab mich. Nee. Ja, das war so ein Schubing, gell? Da hatte ich so. Nee, da war ich. Aber der Günther, der hat eigentlich am Flügel mehr gespielt und der hat eigentlich schon gut gefallen, aber irgendwie fehlt bei ihm immer nur so als letzte bisschen einfach nur. Aber ich glaube, dass er in der Rückrunde jetzt nochmal richtig Gas geben kann und dann auch nochmal wichtig werden kann. Aber wenn er jetzt die Chance nicht genutzt hat, aber vielleicht ist er die nächste dann drin. Du, aber was wichtig ist, wir haben heute wieder sau viele Langzeitverletzte auf der Bank gesehen. Und die sind jetzt auch teilweise wieder ins Spiel gekommen. Eben Günther, Yildirim, nee. Ach, was ja, der Owusu hat auch nochmal eine Monster-Chance gehabt. Natürlich, Owusu trotz. Steht er neben dem Ball und keine Ahnung. Was hat er sich nochmal gebrochen vor 2 Wochen? Trotz Jochbein, glaube ich. Trotz Jochbeinbruch vor 2 Wochen war er wieder am Start. Feed haben wir wieder gesehen auf der Bank. Breitkreuz, also Idrissi war ja auch angeschlagen und ja, freut mich einfach, dass wir jetzt wieder mit einem größeren Kader Es ist einfach wichtig, dass man mir von der Bank auch solche Spieler wie eben einen Asse Günther oder einen Owusu oder einen Niesbringer kennen. Ja. Weil vor allem gegen Hannover, da gehst du früh in Führung und dann ist in der Schlussphase nochmal eng, da ist es einfach dann brutal wichtig, dass du dann nochmal solche Spieler mit hoher Qualität dann nochmal einbringen kannst und die dann auch nochmal ihren Stempel dem Spiel aufsetzen können. Ja. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich viel über das Spiel gesprochen. Also was bleibt davon? Ein Punkt. Wir sind nicht mehr Letzter. Müssen mal schauen, wie Sandhausen morgen spielt. Ja. Vielleicht haben wir es immer noch, aber ich bin heute mit einem positiven Gefühl raus, auf jeden Fall. Ja, also es ist schon ein kleiner Befreiungsschlag, dass wir auf jeden Fall einen Riesenkampf gesehen. Und wirklich, es ist wirklich beachtlich, mal wirklich so. Ich habe schon länger nicht mehr so einen Kampf von der Jahnelf gesehen. Und es freut mich einfach, dass wir vielleicht den Jahnsinn wieder zurückkommen nach schwierigen Monaten. Und jetzt fahren wir nächste Woche wirklich nach Karlsruhe mit einem guten Gefühl und wer weiß, vielleicht geht da was. Ja. Und es wäre schon wichtig, wenn wir eventuell nochmal einen Punkt oder 3 Punkte mitnehmen könnten. Und dann können wir, glaube ich, zuversichtlich sein. So ist es. Eventuell bin ich auch dabei, dann in Karlsruhe, aber da muss ich noch schauen, weil ich hätte theoretisch Zeit.
Ja, ist ja scheiß Ansetzung. Ja. 3.18 Uhr, 30, keine Ahnung. Ja. Das ist ein echter Krampf, aber na gut, wir werden sehen. Auf jeden Fall, das nächste Heimspiel ist dann, meine ich, gegen Düsseldorf, oder? Genau, ja. Oh. Ja, das wird auch ganz schwierig. Das wird dann gar nicht. Ich erinnere mich nur gern an das, oder eben nicht so gern an das Pokalspiel. Ja, da ist der Stojanovic aus dem Tor geflogen, würde ich mal sagen. Aber gut spielen und na, das Ergebnis kommt schon. Der Jan ist wieder da, ja. Und übrigens, provokanter Titel, ne? ich hoffe, es hat euch gefallen, ne? Und dann sehen wir uns im nächsten Jan-Video oder in einem anderen Video, da die sagen. Und dann bis zum nächsten Mal in diesem Sinne. Habe dir. Servus.